Drei Religionen, ein Haus. Corona bestimmt den Ablauf unseres Alltags neu. Wie beten Juden, Christen und Muslime in dieser Zeit? Das House of One lädt in die verschiedenen Glaubenswelten ein. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Willkommen zur House of One-Andacht. Wir sind hier zu dritt versammelt, Rabbiner Andreas Nachama, Imam Kadir Sanji und ich, und blicken auf die Feste, die vor uns liegen. Und christlicherseits steht wieder ein großes, sehr altes Fest an, das Pfingstfest. Neben Ostern eines der ältesten christlichen Feste. Es hat auch einen Bezug zur Osterzeit. In dem Wort Pfingsten steckt das Wort Pentekoste und das heißt 50. Es ist genau 50 Tage nach Ostern. Die Jüngerinnen und Jünger hatten viel erlebt in dieser Zeit. Es war ein Auf und Ab der Gefühle. Erst der Tod Jesu am Kreuz, dann seine Auferstehung, die Begegnung mit dem Auferstandenen, das Zusammensein mit ihm, dann die Himmelfahrt. Nun sind sie wieder allein, auch etwas ratlos und überlegen, was das für sie bedeutet, wie sie weiter mit Gott in Kontakt sein können. Und in dieser Zeit kommen sie zusammen und beraten gemeinsam und beten im Kreis der Jüngerinnen und Jünger. Und da wird die Geschichte erzählt, dass sie in diesem Beten, dass da Gott sich bemerkbar macht. Sie lassen Gott kommen und er zeigt sich ihnen. Und es wird erzählt, es gab ein Brausen in dem Raum, in dem sie saßen, und sie werden vom Geist erfüllt. Und über dieses Erfülltsein des Geistes spüren sie, dass Gott auch nach der Himmelfahrt Jesu weiter mit ihnen in Verbindung sein will, dass er mit ihnen verbunden ist. Insofern ist Pfingsten auch das Fest des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sorgt für die bleibende Treue und Spürbarkeit Gottes mit seinen Menschen. Und insofern ist es ein wichtiges christliches Fest und es ist ein Fest, was auch über die Grenzen der eigenen Religion hinausweist. Beim Pfingstfest wird ja erzählt, als dieses Brausen in dem Raum war und die vom Geist erfüllt sind, dass sie danach in allen Sprachen, die damals bekannt waren, sprechen konnten. Das heißt, es gab eine kulturelle Überschreitung der eigenen Kultur. Und so ähnlich ist es ja auch beim House of One. Wir überschreiten die Grenze der Religion, der Kultur. Wir versuchen, eine Sprache zu sprechen, in inhaltlicher Hinsicht, indem wir versuchen, das Friedenspotenzial der jeweiligen Religion zu heben und lebensdienlich unterwegs zu sein. Und dann gibt es natürlich immer noch Menschen, die diese Sprache nicht verstehen, die davor stehen, die versuchen, gegen das Leben zu arbeiten. Von denen versuchen wir uns zu unterscheiden und die Zusammenarbeit und das Miteinander, ohne es zu vermischen, in den Mittelpunkt unserer House of One-Arbeit zu stellen. Das ist die Idee von Pfingsten. Damit gebe ich weiter an meinen Kollegen Andreas Nachama, die auch ein großes jüdisches Fest vor der Nase haben. Ja, Pentekoste war schon gut gesagt. 7 mal 7 ist 49 plus 1 ist 50. Also Shavuot ist das 7-Wochen-Fest, das am 50. Tag nach Pesach stattfindet. Also wenn man so will, in der gleichen Zeitspanne. Hat aber einen anderen Inhalt. Ursprünglich war es das zweite der freudigen Feste im Tempel, wo Opfer gebracht wurden, Getreideopfer, das, was gerade eingefahren wurde. Aber nachdem der Tempel zerstört war, haben die Rabbiner also sozusagen eine neue Begründung gefunden, haben sich überlegt, dass in der Zeit, in diesen 7x7 Tagen, das war eben die Zeit vom Auszug aus Ägypten bis zum Berg Sinai. Und also geht es um das, was am Berg Sinai passiert ist, nämlich um die 10 Gebote, die gegeben wurden, und um die ganze Tora. Und das ist sozusagen das im Mittelpunkt dieses Festes, die Freude der Tora-Gebung steht im Mittelpunkt. Und es ist dann sogar so, dass in vielen Gemeinden in der Nacht, vom Vorabend bis zum nächsten Morgen, man alle 24 Bücher der Bibel, die ersten und die letzten Kapitel, liest, bis der Morgen kommt, in der Hoffnung, dass sich wieder ein Spalt im Himmel öffnet und eine neue Erleuchtung stattfindet. Also ein Feiertag, der sehr aktuell geblieben ist.
Es gibt nur Milchspeisen. Warum gibt es nur Milchspeisen? Weil sozusagen diese Zusammenkunft am Berg Sinai ganz plötzlich kam. Man hatte keine Zeit, um Tiere zu schlachten und alles vorzubereiten. Aber was hat man denn? Ja, nicht im Kühlschrank gehabt, aber was hat man gehabt? Milch. Also gibt es Milchprodukte. Deshalb ist es sehr üblich, am Shavuot Käsekuchen zu essen und Joghurt und Produkte, die so aus dieser milchigen Tradition, wenn man so will, kommen. Also ein sehr freudiges Fest. Und ja, so will ich mal weitergeben an Imam Kadi Asanji. Wie sieht das, gibt es da auch Strömungen im Islam, bei den Muslimen, die das aufnehmen, oder gibt es da was ganz anderes? Ja, herzlichen Dank, liebe Freunde, liebe Brüder. Es ist ein schöner Anlass, ein wichtiger Anlass aus jüdischer, aus christlicher Sicht. Und genau, Juden und Christen stehen entweder jetzt derzeit in oder vor dieser wichtigen Feierlichkeiten. Wir als Muslime können sagen, dass wir ganz besondere Tage jetzt hinter uns haben. Wir haben 30 Tage Fastenzeit gehabt, die zugleich als auch die Zeit des Korans verstanden werden. Und damit, diese wurden jetzt mit dem dreitägigen Ramadan-Fest abgeschlossen. Damit komme ich auch eigentlich zum Thema. Und zwar, so wie ich von euch beiden höre, geht es in diesen Feierlichkeiten eigentlich zum einen um Jesus, nach unserem Verständnis Prophet Jesus. Und dieser wird als Logos, also als Wort Gottes verstanden und somit eigentlich die Offenbarung. Und wenn ich mir das jüdische Feier anschaue, auch da geht es eigentlich um die 10 Gebote, mit anderen Worten die 10 Worte, umfassender gesagt jetzt irgendwie die Tora an sich als Wort Gottes. Und wie gesagt, vergangen sind die 30 Tage des Korans, also der Kalamullah, des Wort Gottes. So sind wir eigentlich auch bei dem Verbindenden, und zwar der Offenbarung an sich. Ich möchte aber heute vielleicht in Anlehnung an den Koran, aber nicht direkt über den Koran reden. Ich möchte, weil es so zentral ist und so bedeutend ist und auch einen Platz im Koran findet, über die 10 Gebote reden. Die 10 Worte sozusagen. Als 10 Gebote, also so werden sie im Koran nicht benannt, aber trotzdem gibt es die Stellen, die Hinweise, und das finden Sie an mehreren Stellen, Koranversen, Koransuren. So auch Koranvers 7, 142 bis 145. Das ist eine Stelle, wo es ein bisschen detaillierter berichtet wird, in der wir erfahren, und wir verabredeten uns mit Mose auf 30 Tage und ergänzten sie um 10 weitere. So betrug die vollständige Zeit bei seinem Herrn 40 Tage. Und Mose sprach zu seinem Bruder Aaron: Tritt du an meiner Stelle bei meinem Volk und sorge für Ordnung und folge nicht dem Weg der Unheilstifter. Und als Mose zu unserer Verabredung gekommen war und sein Herr ihn angesprochen hatte, sprach er: Mein Herr, zeig dich mir, dass ich dich sehen kann. Und so geht es eigentlich an dieser Stelle auch weiter, und so fängt ein Gespräch an. Und hier erfahren wir auch an dieser Stelle, dass Mose eine Audienz, ein Gespräch mit seinem Schöpfer hat und von dieser auf dem Berg Sinai dann auch zurückkehrt mit 2 Tafeln, also mit Tafeln, Levha oder Elwach im Plural gesagt. An dieser Stelle, die ich ja angefangen habe vorzutragen, wird der Inhalt nicht preisgegeben. Aber wir erfahren, dass die Botschaft, die Offenbarung, die Worte Gottes mit Mose dann in die Gemeinde hineingetragen werden. Was steht eigentlich in diesen Tafeln? Was ist die Botschaft? Und so heißt es in Sure 2,
in den Versen 83 und 84, da gibt es einen direkten Verweis auf die Kinder Israels. In diesem Zusammenhang heißt es, dass folgende Versprechen von ihnen eingeholt wurden, also quasi ein Bund mit ihnen geschlossen wurde. Man soll nur Gott dienen, Eltern gut behandeln, auch die Verwandten, Waisen und Armen soll man ehren und gut behandeln, nur Gutes sagen, das Gebet verrichten und Armensteuern zahlen und kein gegenseitiges Blut vergießen und auch kein Vertreiben von der Heimat. Das erfahren wir aus dieser Stelle, die vorher in Sure 2 erwähnten Gebote, diese werden als universell verstanden. Im Koran durchgehend werden sich hin und wieder Verweise auf diese Gebote und Verbote finden, sodass man ja eigentlich den Koran als Wort Gottes ein neuer Zugang zu den gleichen und universellen Werten, Geboten und Verboten zu verstehen sein könnte. Passend zu dem Thema heute möchte ich eigentlich auch ein Mitgebet, ein Gebet des Propheten Mose aus dem Koran vortragen. So bitte ich in unseren Friedensbemühungen, wo wir für jede Unterstützung offen sind und auch diese brauchen. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani وَيَفْقَهُ قَوْلِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mein Herr, so weite mir meine Brust, mach mir meine Sache leicht und löse mir den Knoten in der Zunge, damit sie mich verstehen. Amen. Ich habe ein Gebet rausgesucht nach der mittelalterlichen Pfingstsequenz Veni Sancte Spiritus in einer Übersetzung des Theologen Alex Stock. Hierhin, Atem, steck mich an. Send aus deiner fernsten Ferne mir Wellenlichts. Willkommen, arme Leute, Vater. Willkommen, Obermundschenk. Willkommen, Herzenjäger. Bester Tränentrockner. Lieber Seelenbewohner, mein Freund, mein Schatten, mein Gott. Einmal ausruhen für Grübler und Gehetzte. Für Verkrampfte ein Aufatmen. Das bist du, unmöglich schönes Licht, überström den Abgrund meines Herzens, dir so vertraut. Gott bist du. Ohne dich ist alles Nacht und Nebel, Grausamkeit, Schuld. Aber du machst rein, verwelkt meine Blüte, gib Wasser, salb meine Wunden. Vergilt mein Zweifel mit Freundschaft 7x1000-mal. Denn nichts bin ich ohne dich, Gott. Tod will ich zu dir hin, dann werde ich lachen. Amen. Ich habe ein Gebet herausgesucht, das jetzt in diesen Shavuot-Tagen so häufig gebetet wird. Ich sage es erst auf Hebräisch und dann auf Deutsch. Vatiten lana denara henu behava, modim lesim chachagim muzmanim, ed yom chakha Shavuot hazeh, Zeman Matan Toratenu Mikra Kodesh. Du gabst uns, ewiger unser Gott, in Liebe Feiertage zur Freude und Feste zum Jubeln. Heute ist dieser Tag des Festes der Wochen, die Zeit unserer Toragebung. Dies ist eine heilige Zusammenkunft. Und dann heißt es, Lo et avotenu karat adonai et haberit hazot, kitanu anachnu ele pohayom kulonu chayim. Nicht mit unseren Vätern hat der Ewige diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier leben. Und so hoffe ich und bete ich, Adonai Azle Amoi Ten, Adonai Varet Amoi Bashalom, der Ewige gebe allen seinen Kraft, der Ewige segne alle Menschen guten Willens mit seinem Frieden. Amen.